soll auch nicht umsonst sein, denn im Gegenzug erhält ja, der sich daran beteiligt, so einen Knopf. Möchten Sie da mitmachen? Nee. Unsere Mülltonne macht mit, die spricht mit Ihnen. Die macht Geräusche. Gehen Sie mal hin. Sie sind am Deckel runter, werden Sie über Wandschalen. Haben Sie sonst keine Lieblingsgeräusche oder Geräusche, die Sie gar nicht mögen? Wenn meine Frau mit mir rumkeift. Wenn Ihre Frau nicht mit Ihnen rumkeift, das mögen Sie gar nicht. Nein, das mag ich gar nicht. Fragen Sie aber am besten meine Frau. Die mag die Geräusche. Wo ist denn Ihre Frau? Ausgabe. Von die steht da an der Ausgabe. Sagt ihr, das Geräusch möchte ich gar nicht. Okay. Das soll sich mal vormachen. Und das ist die Dame... Die da steht. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich habe eben mit Ihrem Mann gesprochen. Ja. Ich mache nämlich eine kleine Umfrage, die beschäftigt sich mit Geräuschen. Ich sammle nämlich Geräusche von Leuten. Sie können eins äußern oder eins beschreiben, was Ihnen gefällt oder was Ihnen überhaupt nicht gefällt. Und da sagt Ihr Mann, wenn Sie mit ihm böse sind und ihn angreifen, das mag er überhaupt nicht leiden. Aber ich fand das so nett, dass er sich daran beteiligt hat. Da habe ich ihm auch diesen Button gegeben. Sind Sie jetzt angreifen oder was? Nein, ich kann gar nichts machen. Aber vielleicht haben Sie ja ein Geräusch, was Ihnen gefällt oder was Sie überhaupt nicht leiden mögen. Was wäre das denn zum Beispiel? Wenn einer mit dem Messer über den Teller geht. Wenn das so kratzt. Ja. Das war's auch schon. Sie bekommen diesen Button. Das ist Sound Donation ist das Motto der Aktion. Ja. Und ich bedanke mich für die Beteiligung. Vielen Dank. Danke, Ihnen. Schönen Tag noch. Möchten Sie mitmachen? Ob du ein Geräusch nicht magst. Schnarchen. Schnarchen mögen Sie nicht. Schnarchen mögen Sie nicht. Was ich gut leiden kann. Ja. Kindergeschrei. Super. Ja. Danke schön. Okay, ich danke Ihnen sehr. Danke. Schönen Tag. Entschuldigen Sie, wenn Sie sich hier beim Essen stellen möchten. Jetzt passen Sie mal auf. Ja. Welches Geräusch ich nicht leiden kann, ja. Stimmen, die einmal Mittagessen stören. Voll ins Schwarze. Sehr nett. Schönen Tag noch. Klasse. Danke. Tschüss. Ich habe gerade heute Morgen einen Artikel gelesen in der Zeitung, dass die Feldlerche vom Aussterben bedroht ist. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist der schönste Gesang und eines der schönsten Geräusche, die ich in meinem Leben gehört habe, in meiner Jugend. Die Feldlerche, die so steigt und zwitschert. Wunderbar, das ist ja schon ein historischer Beitrag. Ja. Moment. Für Sie? Danke. Ganz herzlichen Dank, schönen Tag noch. Danke. Der Ventilator. Ja. Der Ventilator. Der rauscht schon die ganze Zeit. Nee, er stört mich nicht besonders. Nein, ich habe ihn zwar... Kenntnis genommen, ja. Dass er geht. Mhm. Aber mehr tue ich auch nicht. Immerhin, ich danke Ihnen sehr. Aber er darf ruhig brummen. Er darf ruhig brummen. Ja, wenn das zum Zweck, ich weiß nicht, zu welchem Zweck er überhaupt brummt. Da Sie sich daran beteiligt haben, möchte ich Ihnen diesen kleinen Ansteckknopf geben. Ach, danke. Da steht das Motto der Aktion drauf, Sound Donation. Oh, danke schön. Und Sie haben sich daran beteiligt und bekommen auch was dafür, selbstverständlich. Das ist prima, siehst du. Das musst du mir nachher anmachen. Ja, mache ich. Mir fällt jetzt plötzlich gar nichts ein. Schlimm. Was war das Erste, was du heute Morgen gehört hast? Was habe ich gehört? Nein, ich weiß es nicht. Oder das Letzte gestern Abend. Ich weiß es nicht. Es ja. Fällt mir überhaupt nichts ein. Es ist ja ein Beitrag, der gewisserweise Stille repräsentiert, könnte man sagen. Ja, genau. Super, dann danke ich dir sehr. Und hier ist dein Button. Ah, super, ich danke dir. Ja, doch, Stille ist manchmal ganz schön. Dann war es genau der Begriff, der so in der Luft lag. Alright. Bis bald. Sehr schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank, dass ich Ihre Frau noch befragen durfte. Die fand das klasse, die hat sich... Ja, aber die ist rausgekommen und hat gesagt, komm du mir heute Abend nach Hause. Also lustig war das wohl nicht. Aber wie gesagt, Sie können das Geräusch von der Mülltonne auch noch aufnehmen. Ja. Das macht wirklich Geräusche. Machen Sie mal eine Klappe runter, werden Sie überrascht sein. Wir bedanken uns für eine saubere Umwelt. Ihr Karlsplatz-Team. Ich bin gerade überlegen, was ich sagen soll, was für ein Geräusch. Ich habe da eine Überflutung von Geräuschen. Also ich weiß zu viel. Ach so. Das würde ich sagen. Zu viele Geräusche haben in der Umwelt. Okay. Und es sollte weniger werden. Also es ist im Prinzip eine Vergewaltigung unseres Gehörgangs. Ja. Man muss sich Sachen anhören, obwohl man es gar nicht will. Sie bekommen auch was dafür, wenn Sie sich damit beteiligen, nämlich den Knopf Sound Donation. Ne? Bekomme ich nur diesen Knopf? Ja, den Knopf. Also ich bekomme ein Geräusch, du sagst, was du gerne für ein Geräusch hast und bekomme einen Knopf dafür. Das ist doch ein fairer Deal. Was für ein Geräusch? Ja, das fragt ihr dich ja. Dein Lieblingsgeräusch. Der Fieder.
Bitte? Delfine. Delfine, die machen Geräusche? Ach so, dieses Schnattern. Ja. Ah, super. Delfine habe ich nämlich auch noch nicht. Ich danke dir. Das ist der Knopf. Was sind denn eure Lieblingsgeräusche? Löwe. Der Löwe, wie der so brüllt. Ja. Magst du es machen? Muss aber nicht machen. Aber du bekommst. Ja, natürlich. Hier ist dein Knopf. Ja? Von Serum. Die Serum, die machen, was machen die denn, die Serum? Ich kenne das Geräusch. Ja. Ah, die heulen so. Ah, alles klar. Ich kann eine Robbe. Ja, Moment, du das? Danke. Ja. Möchtest du? Ein Affe. Was? Bitte? Ein Affe. Ein Affe. Sehr lieb. Super, danke schön. Ja? Ein Hund. Ah, hast du da einen bestimmten Hund? Ein Chihuahua-Hund. Ein Chihuahua-Hund. Ah, super. Hier, danke schön. Ein Jaguar. Ein Jaguar? Wie macht denn Jaguar? Faucht der oder brüllt? Oder? Ja. Ganz laut. Ja, hast du schon mal einen Jaguar brüllen hören? Nee. Utopien zählen auch. Ich danke dir. Das Meeresrauschen. Ja. Haben Sie da ein bestimmtes Meer oder ganz allgemein so Küstengeräusche, Brandungen? Ja, ich glaube, die hören sich alle gleich an, oder? Ich weiß nicht. Gar nicht. Probieren Sie mal ein paar Küsten aus. Danke. Herzlichen Dank. Des Bülleimers. Die Stadt Düsseldorf bedankt sich für ihr Umweltbewusstsein. Für die Benutzung des Bülleimers. Guten Tag. Ich mache eine kleine Umfrage. Hätten Sie Lust, sich daran zu beteiligen? Das Motto lautet Sound Donation. Ich spreche Leute an hier am Karlsplatz. Ich frage Sie nach Ihrem liebsten Geräusch. Sie können das Geräusch gerne imitieren oder Sie können das Geräusch auch gerne beschreiben und irgendwie darstellen. Ja, lass uns das machen. Ich mag Welle. Alles, was mit Wellen zu tun hat. Also wenn ein Boot durchs Wasser gleitet, das finde ich einfach toll, das ist ja entspannend. Und überhaupt Strandgeräusche, Wasser und Meeresrauschen, das finde ich ganz fantastisch. Ja, also zum Beispiel, wenn ich meine Frau ankeift, das kann ich überhaupt gar nicht ausstehen. Also das Keifen von meiner Frau, kriege die Wände hoch. Wir können meine Frau mal fragen, wie ist da hinten meine Essensausgabe, die Rothaarige? Sagen Sie ihr einen schönen Gruß von mir, sie soll Ihnen mal zeigen, wie sie mich ankeift. Ja, da gehe ich dann mal hin. Hallo, schönen guten Tag. Ich mache ja eine kleine Umfrage. Ich habe gerade mit Ihrem Mann gesprochen und Ihr Mann meinte, was er überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn er von Ihnen angekauft wird. Ich habe heute überhaupt keine Stimme. Ich kann Ihnen gar nicht sagen. Ja, jetzt muss er mal keifen hier. Nein, nein, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen. Wenn so ein Messer übers Keller kratzt, das finde ich furchtbar. Da gerinnt einem das Blut. Das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ja, ich habe noch was. Und zwar Kindergeschrei, das finde ich ganz toll. Kindergeschrei finde ich wunderbar. Danke. Hier ist der Knopf. Hier noch der Gast vielleicht. Ja, eins kann ich Ihnen sagen. Also, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn ich mir anhören muss, wie andere Leute mir ins Essen reinreden. Da ich ja im Grünen wohne, ist für mich das Allerschönste, wenn ich morgens aufstehe und das Gezwitscher der Vögel höre. Das ist für mich das Allerschönste, was ich mir vorstellen kann. Möchtet ihr daran mitmachen? Ja? Okay, wer möchte denn zuerst? Ja, Delfine. Sie so schnattern. Ja, genau. Wie Flipper. Ja. Hier hast du deinen Knopf. Danke. Löwe. Das Gebrüll von einem Löwe. Ja, das Gebrüll, das finde ich toll. Seehund. Genau wie Delfine. Du meinst, Seehunde machen genauso Geräusche wie Delfine? Ja, die heulen so. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Dankeschön. Was ist denn dein Lieblingsgeräusch? Jaguar. Das Gebrüll von einem Jaguar? Ja. Hast du mal einen Jaguar brüllen hören? Nein. Utopien finde ich auch ganz fantastisch. Danke, hier ist dein Knopf. Jetzt noch die Leiterin der Gruppe. Ja, Meeresrauschen. Die Geräusche von der Brandung, die finde ich super. Haben Sie denn da ein Lieblingsmeer oder ein Lieblingsstrand? Was ist denn Ihr bevorzugtes Meer? Oh, nee, das weiß ich jetzt nicht. Das hört sich doch alles gleich an. Leider jedenfalls hier bei mir. Ich danke Ihnen auch sehr für die Teilnahme.